willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Micha und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute zur ersten Folge der 12 Wochen bis Weihnachten. Für alle, die neu dabei sind, es sind einige in den letzten Wochen dazugekommen, was mich sehr freut. Diese Serie mache ich seit 2018, also seitdem ich hier auf YouTube angefangen habe. Und die darf auch dieses Jahr nicht fehlen, auch wenn das für mich relativ viel Arbeit bedeutet, weil ich versuche, das Sonntagsvideo trotzdem noch zu drehen. Wir schauen einfach mal, wie das dieses Jahr wird. Ich mache die Serie aber gerne. Und dieses Jahr habe ich mir überlegt, es wird sowohl Videos geben, die direkt vertont sind, es wird aber auch Anleitungen geben, die nachvertont werden. Das werden vor allem Projekte sein, wo ich viele Schritte wiederhole oder Schritte relativ lange dauern. Dann werde ich das Video nachvertonen. Das spart mir ein bisschen Arbeit und ein bisschen Zeit. Aber ihr habt trotzdem nicht nur Musik, sondern von mir auch noch eine Erklärung dazu. Ihr habt euch gewünscht, dass ich euch zeige, wie ich die Tüten vom Markt gefaltet habe. Am Sonntag habe ich euch ja schon die Notizblöcke gezeigt. Auch die sind häufiger angefragt worden. Heute machen wir die Tüten. Ich hatte mir zwei Größen für den Markt gemacht. Eine relativ große Variante. Ich habe ein Lineal hier. Die große Variante hat 24,5 in der Breite, 28 in der Höhe. Und das Schöne ist, dadurch, durch die Faltung könnt ihr die Tüten flach lagern. Das heißt, ihr könnt daraus auch super was für den Markt machen, weil ihr es jetzt nicht als Verpackung braucht. Und die zweite Größe hier hat 17 cm mal 19,5. Nun habe ich mir aber gedacht, nicht jeder geht auf den Markt und braucht so einfache Tüten, sondern manche möchten ja auch Geschenke verpacken oder einen Adventskalender basteln und da kommen hier diese kleinen Verpackungen ins Spiel. Ich werde euch einmal diese Variante, allerdings ohne Stempeln, sondern erstmal nur Falten zeigen und einmal diese kleine Variante. Denn das hier ist nochmal ein bisschen was Besonderes. Und ich zeige euch, welche Papiergrößen ich für welches Modell benutzt habe. Grundsätzlich schon mal, dünneres Papier ist hier besser. Je dicker das Papier, umso höher ist die Chance, dass euch das Papier reißt, beziehungsweise dass ihr es nicht so gefaltet bekommt, wie ihr es braucht. Deswegen zur Erklärung starte ich mal mit diesen beiden Größen hier. Dafür habe ich verwendet vom Teddy diese Gift Wrap Sheets. Die waren nämlich reduziert auf 20 Cent und da habe ich gedacht, da kann ich gut so ein paar Tüten draus bauen. Und ich zeige euch einmal kurz, wie ihr das Papier zuschneiden müsst, damit ihr die jeweilige Größe rausbekommt. Wenn wir das ausfalten, seht ihr, erstmal habt ihr zwei, dann vier und wenn ihr es nochmal auffaltet, habt ihr quasi 8 Rechtecke. Um das große Modell zu bekommen, müsst ihr dieses Papier halbieren. Das heißt, ihr braucht eine Größe von 25 mal 35 cm. Nein, stimmt nicht. Ihr braucht 50 mal 35 für die große Tüte. Und wenn ihr das kleine Modell basteln möchtet, dann macht ihr aus diesem Bogen 4 Stücken. Das heißt, die haben dann 35 mal 25. Und dann arbeitet ihr mit denen weiter, wenn ihr diese wirklich ganz großen Tüten haben möchtet. Wie wir die falten, zeige ich euch gleich. Für diese längliche Variante, und ich kann die ruhig auch mal aufstellen, seht ihr, brauchen wir einen Bogen in 12×12. Inch, also 30,5 x 30,5 cm. Die haben dann
eine Tiefe von etwas über 6 cm. Und falls ihr dieses Modell nachbasteln wollt, zeige ich euch mal fix die Sachen, die ich verwendet habe. Und zwar habe ich einmal gleich von meinem Flohmarktfund bei Alexandra Grape das Weihnachtsliederpapier benutzt. Das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Kombiniert habe ich das mit dem Center Lane Paper Pad von Spellbinders. Und die Stanze, da kann ich auch gucken, ob ich euch zumindest die Wortstanze verlinken kann. Das Merry Christmas ist vom Christmas Ribbon von Tim Holtz und Sizzix. Die ist von 2019. Ich guck mal, wenn ich sie online finde, verlinke ich sie euch. Und die Lasche hier, wo ich einen neuen Klebepunkt hinsetzen muss, habe ich gemacht mit den Feiertagsetiketten von Stampin' Up. Die gibt es schon nicht mehr. Da könnt ihr alle möglichen Etiketten nehmen, einfach halbieren und drüber kleben. Dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem Falten von dieser kleinen Verpackung. Da habe ich die neuen Papierblöcke von DecoTime benutzt. Und ich sage euch gleich, die Papierstärke ist schon grenzwertig. Mit der geht es gerade noch so. Dicker würde ich auf keinen Fall nehmen, eher dünner. Ich habe hier das Schneeflockenmodell genommen. Ich glaube, ich werde jetzt hier aus dem anderen mal die Sternchen verwenden, weil wir brauchen ein Motiv im Querformat. Und die meisten Motive der Blöcke sind doch Hochformat. Damit starten wir. Und wir brauchen Klebeband. Da habe ich jetzt hier so ein schmales Klebeband genommen. Und auf die kurze Seite kleben wir einen Streifen. Ziehen die Folie ab. Und jetzt seht ihr schon, wird das ein bisschen widerspenstig. Kleben das Papier entlang des Klebestreifens aneinander. Gut andrücken. Dann brauchen wir ein Falzbein. Und für das Modell habe ich jetzt geguckt, dass die Klebelasche relativ weit auf einer Seite liegt. Und dann ziehen wir auf beiden Seiten die Falz, sodass wir erstmal so eine flache Form bekommen. Dann nehme ich mir hier unten die beiden Ecken und falte die so zusammen, dass sie mittig und mit einer möglichst guten Spitze hier zusammenkommen. Und hier braucht man jetzt bei dem Papier doch schon deutlich Kraft. Also wie gesagt, dünneres Papier ist besser. Und wenn wir das haben, dann falten wir das Ganze noch nach oben. So. Und lassen das dann einmal wieder zurückspringen. Bei dem dicken Papier falte ich das nochmal auseinander und ruckel mir das nochmal ein bisschen zurecht, um hier unten die Falzlinie wirklich vernünftig ziehen zu können. Bei dünnerem Papier, wie wir es gleich sehen werden, brauchen wir es nicht. Jetzt habt ihr hier, wenn ihr mit Daumen, mit Zeigefinger und Mittelfinger gegendrückt, einfach gegen die Falzkanten außen, könnt ihr ein Viereck falten. Auch hier ziehe ich die Falzlinien nach. Ich habe die Grundanleitung übrigens, habe ich ganz vergessen zu sagen, bei Stempel doch mal gesehen und habe das für meine Zwecke und Papiere so ein bisschen mit Dekoration und so weiter angepasst. So, und hier seht ihr schon jetzt, hier kommen wir dann echt an die
einen schwierigen Punkt. Was wir ja machen mit beiden Seiten, also wir wiederholen das gleich auf der anderen Seite, klappt es so um, dass ihr hier so 1-2 cm Überlapp habt von der Falzlinie aus. Das heißt, Falzlinie, wir nehmen uns die Spitze und lassen diese 1-2 cm. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel Papier ihr habt, hier unten umklappen. Dann klappen wir das auf. Und jetzt kommt auf die Dreiecke, oben und unten, jeweils noch ein bisschen doppelseitiges Klebeband. Ich habe mich entschieden, hier oben an der Spitze mache ich mir auch noch mal ein Stück, damit wirklich die Lasche richtig klebt. Und dann wiederholen wir das hier unten auch noch mal. Ihr könnt auch breiteres doppelseitiges Klebeband nehmen. Und dann fange ich hier mit dem oberen an. Einmal abziehen und dann rüberklappen. Hier bin ich jetzt ein bisschen weit gekommen. Ihr seht, dass das überlappt. Da müssen wir gleich mal gucken. Da solltet ihr aufpassen, dass euch das nicht passiert. Dadurch ist der Boden jetzt auch ein bisschen schmaler. Und dann könnt ihr das ganz einfach aufklappen. So. Manchmal muss man an der einen oder anderen Stelle noch nachhelfen, damit das Ganze steht. Am besten ist natürlich, wenn was drin ist, aber es hält. Und so einfach ist die Tüte aus einem A5-Bogen hergestellt. Für das Motiv habe ich dieses Wichtelstempelset vom Teddy genommen und koloriert habe ich mit meinen SICK Clean Color Real Brush Pens. Und zwar war das Light Green für hier unten. Muss ich einmal gucken. Dann habe ich verwendet Light Blue für die Mütze. Dann Light Grey für den Bart und das Rosa für die Wangen war das Light Carmin. Und dann haben wir die Nase noch. Die habe ich gemacht mit Natural Beige. Da diese Donnerstagsvideos nicht zu lange werden sollen, werde ich jetzt hier aufs Kolorieren verzichten, weil ich möchte euch gerne noch eine andere Variante zeigen. Aber das ist der Ablauf, wie ihr, egal aus welchem Papier, egal aus welcher Größe, euch eine Verpackung falten könnt. Ich möchte euch jetzt noch meine abgewandelte Idee zeigen, was im Endeffekt eine Mischung aus der Verpackung ist. Das ist jetzt hier aus einem 6x6-Inch Bogen oder 15,2x15,2 cm Bogen gefalzt. Das wäre quasi die normale Verpackung, so wie wir es gerade gemacht haben. Und ich habe mir gedacht, warum kombinieren wir das Ganze nicht mal mit so einer Sour Cream Container Form? Und das möchte ich euch gerne zeigen, weil das noch eine Überlegung von mir ist und eine Weiterentwicklung, die ich so bei, jetzt komme ich nicht auf den Namen, aber bei Stempel doch mal gesehen habe. Deshalb zeige ich euch das noch. Dafür habe ich benutzt Spellbinders Papier und zwar Christmas Traditions. Den habe ich mir tatsächlich auch gleich zweimal bestellt, weil ich den so schön fand. Hier habe ich dieses Motiv verwendet. Ich glaube, ich werde jetzt mal hier die Streifen nehmen. Und das Tolle ist, an der Größe, da kann man auch super einen Adventskalender draus machen. Auch wenn ich euch jetzt hier nicht 24 Verpackungen damit zeige, ist es einfach mal eine Idee, wie ihr aus sowas auch einen Adventskalender machen könnt. Und wir verbrauchen hier auch noch Stanzteile. Das ist ja auch ein Ziel von mir, dieses Jahr Stanzteile zu verbrauchen. Deswegen, wir dekorieren diese Art auf jeden Fall gleich noch. Und zwar, wir starten mit unserem Papier. Genauso wie eben auch Streifen, einstreifen, doppelseitiges Klebeband an einer Seite.
Hier ist ja egal, ist ja gleich groß, welche Seite ihr nehmt. Und jetzt seht ihr schon, hier kann ich das Papier, dadurch, dass das so ein dünnes Papier ist, viel einfacher übereinander legen. Und einmal festkleben. Das ist im Endeffekt ja auch genau der Start wie bei einer Sour Cream Container Box. Jetzt lege ich mir das Ganze einmal hier hin und ziehe erstmal nur hier im unteren Bereich die Falz schon fest. Hier oben lasse ich das einfach noch so offen. Und dann nehme ich mir wieder die beiden Ecken und gucke, dass die sich möglichst mittig und auf derselben Höhe treffen. Da könnt ihr auch gut die 15x15 Blöcke vom Action benutzen. Die haben auch ungefähr die Papierstärke. Jetzt haben wir hier das Dreieck, dann geht es wieder darum, das Dreieck einmal nach oben zu klappen. Hier brauche ich jetzt nicht unbedingt nochmal aufklappen, um die Falz nachzuziehen, weil das Papier dünn genug ist. Wir machen das Ganze aber auf, denn wir müssen ja jetzt einmal umfalten. Das geht hier jetzt gerade nicht ganz so einfach wie eben. So, einmal aufmachen, dann wieder mit Zeige und Mittelfinger die Falzen nach innen klappen. Dann haben wir hier wieder unser Viereck und können jetzt wieder die Dreiecke so ungefähr 1 cm über die mittlere Falzlinie falzen. Oh Gott, das ist ja super schräg hier. So. Auf die Dreiecke kommt wieder doppelseitiges Klebeband und auch hier klappen wir das Ganze wieder nach innen, oben und unten. Damit haben wir den Boden. Wenn ihr jetzt dieses ganz normale Modell haben wollt, dann würdet ihr einfach die Falzlinien durchziehen. Wenn wir jetzt die Sour Cream Container haben wollen, klappe ich das Ganze erstmal wieder auseinander. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Das ist unser Boden. So, zu mir zeigt jetzt die kurze Seite vom Boden und jetzt drücke ich das Ganze hier oben einfach so ein bisschen zusammen, aber eben quasi um 90 Grad gedreht. Hier habe ich die lange Seite, wo ich die Falz ziehe. Hier habe ich die kurze Seite vom Boden, von wo aus ich die Falz ziehe. Und dann habt ihr nämlich, wenn ihr von der Seite guckt, so, habt ihr diese Dreiecksform. Also es ist so eine kleine Erweiterung von einem Sour Cream Container. Da habe ich dann oben einfach mit einer Lochzange ein Loch eingestanzt und Band genommen. Das ist jetzt ein Band vom Depot gewesen. Ich einmal hier durch und mache mir einfach auf der einen Seite ein Schleifchen. Das Band einmal kürzen und schon haben wir das Schleifchen dran. Jetzt kommen wir zur Dekoration als Adventskalender. Könnt ihr natürlich dekorieren, wie ihr wollt, auch so als einfach als Verpackung. Da bin ich dann einfach mal durch meine Stanzen
gegangen oder meine Stanzteile. Ich muss mir hier tatsächlich jetzt erstmal noch was aussuchen, was ich hier drauf setze. Aber ich überlege schon, ob nicht vielleicht sogar... Oh, das ist etwas größer als gedacht. Ich glaube, ein bisschen zu groß. Ich gucke hier mal eben durch, was ich aufsetzen möchte. Ich nehme jetzt hier das Auto. Und dann wollte ich das einfach noch ein bisschen, das Metallic quasi aus dem Band aufgreifen. Und da schnappe ich mir hier ein ganz, ganz altes Stanzenset vom Action. Ihr könnt jeden Wellenkreis nehmen, den ihr habt. Zum einen. Dann brauche ich einen kleinen Papierrest. Wo wir das gleich ausstanzen können. Bei den Zahlen habe ich mich für ein dunkles Grün entschieden. Das ist noch ein Rest, den ich hatte. Da nehmen wir für die Zahlen, kann ich euch, denke ich, auch verlinken, die Label Alphanumeric von Tim Holtz. Ihr nehmt die Größe, wenn ihr was habt, was passt, nehmt ihr das. Ansonsten könnt ihr da gerne mal unten schauen. Und da stanze ich mir die 6 aus. So, das ist ja jetzt noch nicht foliert, aber das machen wir jetzt gleich mal. Und zwar habe ich noch diese Metallic Sheets. Ich bin der Meinung, die gab es auch mal beim Action. Ich habe sie von einer Freundin geschenkt bekommen. Kann sein, dass ich es vielleicht vom Woolworth hatte, bin ich mir aber ehrlich gesagt unsicher. Da gucke ich jetzt mal, dass ich mir ein einigermaßen passendes Stück hier rausnehme. Und dann habe ich von Raya so ein Tool. Ist fast wie so ein Teigspatel. Wenn ich jetzt so ein kleines Stück habe, kann ich das auch so machen. Ich lege mir das hier an die Kante. Bei kleinen Stücken ziehe ich das gleich direkt ab und dann gehe ich hier drüber. Wenn ich ein größeres Stück habe, wie bei diesem hier, das ist ebenfalls die Folie, dann habe ich mir die Folie nur zur Hälfte abgezogen und habe die Schutzfolie hinten einmal umgeklappt, habe dann die Seite, wo die Folie noch drauf ist, auf das Papier gelegt und bin dann, habe es dann abgestrichen sozusagen. Aber bei so kleinen Stücken geht das auch gut. Und da stanze ich mir einmal den Wellenkreis drauf aus. Dann brauche ich... Da ist sie. Die Stanzen gehen schnell unter. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ich sammle die dann immer in so einer magnetischen Schale. Da können sie mir auf jeden Fall erstmal nicht verloren gehen. Und wenn ich mit dem Projekt fertig bin, dann sortiere ich mir die einfach in die jeweilige Verpackung zurück. Ihr könnt, wenn ihr mit Klebebögen gut arbeiten könnt, ohne Probleme hier Klebebögen nehmen. Ihr könnt vorsichtig Flüssigkleber nehmen. Oder, womit ich auch ganz gerne arbeite, sind diese Zig2Way Glue Pens. Meiner ist tatsächlich schon fast alle, weil ich den für jetzt ein größeres Projekt benutzt habe. Da drückt ihr so ein bisschen, dann kommt da so eine hellblaue Flüssigkeit raus. Die verteile ich dann. Und dann setze ich das hier auf meinen Kreis und lasse das anziehen. Nicht mehr bewegen. Wenn ihr den trocknen lasst und dann erst das Papier, wenn der Kleber getrocknet ist, aufsetzt, dann ist das... repositionable, heißt, ihr könnt die Position, ihr könnt es immer wieder ab- und draufkleben, quasi wie der Kleber bei Notizzetteln. Wenn ihr es aber direkt klebt, dann hält es auch. So, dann muss ich jetzt mal kurz gucken. Das Auto werde ich, denke ich, ungefähr hier hinsetzen. Also brauche ich hier im mittleren Bereich Foampads. Ich nehme jetzt hier 1 mm Foampads. Ich hätte schon fast Licht anmachen können. Es ist jetzt doch relativ fix dunkel geworden. Ich hoffe,
habe, dass das ein bisschen besser ist. Es tut mir leid. Ja, und schon klebt die 6 in meiner Hand. Dann nochmal. Da hatte ich wohl selber Kleber am Finger. Und auf die Zahl hinten mache ich auch schon mal hier 1 mm vom Pads. Ja. Könnt ihr natürlich auch 2 oder 3 mm nehmen, je nachdem, was euch am besten gefällt. Dann drehe ich mir die Verpackung einmal wieder, setze mein Auto auf, gucke dann, wo hier, könnte man hier hinsetzen oder noch hier drüber oder theoretisch auch aufs Auto drauf, aber ich glaube, ich werde es hier so an der Seite hervorluschern lassen. Und dann ist auch diese Verpackung fertig. Ich habe als letztes auch noch probiert, wenn man die Seiten vorfalzt und eine Breite macht, quasi an den Seiten schon eine Breite vorgibt und nicht flach das Ganze macht. Hat bei mir nicht so gut funktioniert. Vielleicht liegt es auch an der Papiergröße, vielleicht geht es mit größerem Papier besser. Aber ich muss sagen, ich finde es angenehmer zu arbeiten und leichter, wenn man hier keine Breite vorgibt, sondern wenn man das dann einfüllt, ihr seht ja, dass ihr das auch gebogen kriegt, um was Breiteres da reinzubekommen, dass das nicht super flach sein muss. Aber das könnt ihr selber entscheiden. Ich finde das so persönlich besser. Ja, das war meine erste, hier noch undekoriert, Projektidee für die 12 Wochen bis Weihnachten. Ich werde sicherlich noch mal was mit Kolorieren machen. Wird noch kommen. Wie gesagt, ich habe jetzt schon 30 Minuten gefilmt. Eigentlich sollen das relativ kurze Videos sein. Wir starten schon mal nicht mit einem kurzen Video. Und euch mal einen Überblick geben, wie ihr aus verschiedenen Papiergrößen solche Tüten falten könnt. Ob nun als direkte Geschenkverpackung oder auch wenn ihr auf den Markt geht als Verpackung, dann wenn die Leute Verpackungen kaufen, dass sie die nicht alle einzeln tragen müssen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr keine zukünftigen Videos. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Da wird es eine herbstliche Kartenidee geben. Da benutze ich Stanzen, die habe ich schon ein paar Jahre und habe sie noch nie benutzt. Das hat sich jetzt geändert. Und ansonsten wird nächsten Donnerstag, eine Schneekugelkarte kommen. Die habe ich nämlich auch schon fertig. Ja, so viel Spoiler vorweg. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Donnerstag, einen guten Start dann im Verlauf von morgen ins Wochenende und wir sehen uns Sonntag wieder. Bis dahin. Tschüss!